Strecke hier in Zolder ist 4,2 Kilometer lang. Es gibt nicht sehr viele Stellen, um zu überholen. Wir haben hier einmal den Plan. Die erste Möglichkeit wäre wo? Nach Startenziel, die Ausbremsphase vor der ersten Linkskurve. Man kommt da etwa mit 240 km/h an und hat eine gute Chance, den Vordermann auszubremsen. Aber es ist sehr wellig auf der linken Seite und deswegen mein Risiko. Die nächste Möglichkeit ist an der Schikane hinter Start und Ziel. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, doch da rechnet eigentlich jeder damit, dass sowas passiert. Dann geht eigentlich nichts mehr. Die ganze Strecke rund bis zur Spitzkehre. Die ist im Norden der Strecke. Im Norden der Strecke und an der Spitzkehre ist es aber auch wieder auf der Nebenlinie, also neben der Ideallinie, sehr wellig. Und diese Autos sind natürlich extrem hart gefegt. Und wenn man dann auf dieser welligen Linie versucht, jemanden auszubremsen, dann bleiben meistens die Räder stehen und das ist also sehr, sehr schwierig. Ständig der Kampf um Platz 2 zwischen dem Sierra vorne und dem Rover in seinem Windschatten. In der vierten Runde ist es dann soweit. Team hat sich an Reuter vorbeigeschoben und nimmt nun die Jagd auf Harald Groß. Team fährt in diesem Abschnitt des Rennens auch die schnellsten Rundenzeiten. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann er Groß die Rücklichter zeigen würde. In der neunten von 24 Runden ist der Widerstand von Groß gebrochen. Team liegt vor ihm und setzt sich auch gleich ab. Aber der Blick der Zuschauer geht nach oben in Richtung Himmel. Der Regen ist stärker geworden. Mit den profillosen Reifen kann man nicht weiterfahren. Die richtige Entscheidung, sie kommt, das Rennen wird unterbrochen.